Gut, dann starten wir ja. Ja, wir könnten starten. Ich könnte mal, warte mal, wo muss ich nochmal drauf drücken? Auf den Kreis. Auf den Kreis. Auf das U. Oh. Gabi, da kommt nix. Gabi, da kommt nix. Mach was. Nee, du musst warten auf andere. Ich hab nicht mehr so viel Zeit, hör mal, meine Zeit rennt. Ja, das ist halt im Alter. Kannst du schon mal eine Schaufel bei Amazon raussuchen. Ich empfehle die amerikanischen Schaufeln, die sind stabiler. Kostet ein bisschen mehr, kannst aber tiefer graben. Ja, ich habe mir letztens so eine Bananenkiste gekauft. Bei mir ist alles soweit gut. Ich habe jetzt von Mutter und Versicherung und dem Amtsgericht Bescheid bekommen, dass durch ihre Sterbegeldversicherung alles beglichen wurde und damit jetzt alles restlos erledigt ist. Das ist doch ein sehr positiver. Ja. Eine sehr positive Nachricht. Eine sehr positive Nachricht. Ein sehr positiver Nachricht, ja. In den Umständen, sag ich mal, dass du wesentlich, oh, was ist denn eigentlich, was ist denn? Deutsch ja, ist der 18-jährige Gerbi ist auch nicht mehr so ganz frisch. Das liegt an den ganzen neu dazugezogenen, weil hier jetzt mindestens 60% anderssprechende leben. Da verliert man seine eigene Sprache. Ja. Nee, aber zumindest ist jetzt ja die Last erstmal von dir genommen, weißt du, dass du halt die Grabstätte und das Beisetzen alles begleichen musst. Ich denke mal, das hilft dir auch schon in deiner Situation weit weiter. Jetzt kannst du dich wieder in aller Ruhe auf unseren Stream konzentrieren. Defcon war reiner PC-Spieler, oder? Ja, ich meine, hat er mal erzählt gehabt. Müssen wir mal ein Spiel suchen. Ich will auch mal eine Runde mit Defcon spielen. Der ist immer so schön da. Ja, der steht uns bei. Immer. Ganz, ganz treuer Community-Anhänger. Ja, finde ich super. Ja, finde ich auch. Nicht wie die ganzen anderen. Die ganzen anderen sind scheiße, aber du. Die ganzen anderen. Spontanschauer. Ich mag mein Defcon. Ja, ich habe PC, zwar eine PS4 Pro, aber kaum Spiele und seit neuestem eine Switch von einem Kollegen, aber noch keine Spiele. Da kann ich dir sagen, da hättest du jetzt im Nintendo Store gucken können, da war auch Black Friday, da gab es viele gute Angebote drin. Hab mir auch keine geholt, weil... ausgemacht? Ich denke, das weißt du. Nein, weiß ich nicht. Weil du dich verfahren hast? Wie erwartet. Nicht dein Ernst. Doch, das ist mein voller Ernst. Wir sind in geografischem Fluss. Vielleicht finden wir ja mal ein Spiel. Lost. Wo du mal mitmachen willst. Das ist diskutabel. Ja. Ich reg jetzt schon wieder dieser Doppelschimmer vom. Von den Köpfen auf. Nimm dir etwas Zeit für diese Hinweise. Videos immer noch am besten. Die verschiedenen Situationen und Wendungen leiten, die dir in Hackett's Quarry begegnen. Was du hier siehst, sind Quicktime-Events oder QTEs, wir werden so verpacken, für die du in kritischen Momenten eingreifen kannst. Pass auf, denn Hackett's Quarry kann gefährlich werden, wenn du nicht auf deine Umgebung achtest. Eine kleine Unaufmerksamkeit kann dramatisch enden. Du selbst entscheidest, welchen Weg du gehst, aber rechne immer mit Hindernissen und sei vorbereitet. Ich finde es immer noch heftig, dass die mich einfach gefilmt haben. Ja, Hase, nicht schlecht. Haben wir schon mal geschafft. Mann, die Straßen werden ja immer schlimmer. Das gehört sicher zur rustikalen Sommercamp-Erfahrung. Ach ja, da wollten wir hin. Habe ich schon vor 200 Meilen vergessen. 200 Meilen, ja? Ja. Weißt du, Max, es ist okay. Trotz allem bist du noch immer ein Mann. Du weißt, wenn Columbus nicht lost gewesen und an unserer Küste gestrandet wäre, gäbe es gar kein Amerika. Goodbye, Hot Dogs. Bis später, Apfeltorte.
Kolumbus war genau genommen nie in Nordamerika. Wie meinst du das? Dachte eigentlich, er wäre in Asien. Dein Ernst? Noch ein Kerl, der nicht zugeben konnte, dass er sich verfahren hat. Tja, ein Kerl, nachdem ein ganzer Tag benannt wurde. Mach daraus, was du willst. Oh mein Gott, nennt das okay, doch Schifffahrt. Bring uns einfach zum Camp, bevor mir vom Augenrollen schwindelig wird. Ich bin dabei. So, und wir haben vor uns mal den Flyer genommen und nicht die Karte, ne? Ja. Deshalb nehmen wir jetzt die Karte. Ah, voilà. Was ist das? Ja. Nein, im Ernst, wo ist die normale Karte? Das ist die normale Karte. Wie im Telefon. Keine Balken. Na klar. Okay, lass sehen. Also, wir sind... Ich sehe auf der Karte kein Sommercamp. Hast du Schilder gefunden? Hey, Augen auf die Straße! Wieder guckt. Was ist denn da passiert? War auf den Baum. Aber die landen trotzdem in den Blüsen, ne? Alles okay? Ja. Ich meine, ist nichts kaputt. Also hier schon mal keinen Unterschied festzustellen. Was? Außer nein, das Licht vorne. Das war kein Bär. Was war's? Ich denke eine Person. Sag mal, ist das dein Ernst? Haben wir wen verletzt? Keine Ahnung, ich meine, es war richtig nah. So richtig nah, aber vielleicht nicht. Keine Ahnung. Was siehst du? Die Karre ist total im Eimer. Ist sie gar nicht. Manchmal sieht es schlimmer aus, als es ist. Ich sehe mir den Schaden an, bevor wir den Wagen wieder starten. Holst du mir das Werkzeug von hinten? Ja, okay. Wir sind nirgendwo vorgefahren. Warum ist die Karre total im Arsch? Weil wegen Plot. Es bringt also nichts. Ist nicht so wild. Meine Mama kehrt mich. Ist das seltsam, jetzt zu steuern? Haben wir vorher mal nicht gemacht, ne? Oder? Doch, wir haben den Brief gefunden und haben da, dann sind wir nochmal hin, um zu lesen. Wir haben da jetzt nur überflogen und die geht da nochmal hin und liest den dann richtig. Ach so. Und das haben wir das letzte Mal gemacht, jetzt müssen wir es halt diesmal nicht machen. Mhm. Danke, Schatz. Ja, gerne, Hase. Kann ich was tun? Ja, könntest du hier einmal reinleuchten? Hier bitte. Perfekt, danke. Hoffentlich sind wir hier schnell wieder weg. Stell dir vor, es dir an einer großen Feuerstelle bequem zu machen und Lieder zu singen. Ich denke sicher nicht an eine große Feuerstelle. Wieso nicht? Ich mag kein offenes Feuer. Dann stell dir die schöne Wärme eines Herzens vor. Überall ist besser als hier. So, ich geh mal wieder weg, Hase, ne? Ja, geh mal spazieren. Ich warte hier. Hase, da war jemand. Wo gehst du hin? Nur hier rüber. Halt!
Warte eine Sekunde, okay? Bin fast fertig. Tja, was haben wir genommen? Trotzig. Gut, dann sind wir jetzt entgegenkommend. Mein Gott, Max, beeil dich! Voll entgegenkommt. Was ist denn los? Ich habe Angst, dass da unten jemand ist. Ernsthaft? Ja, vielleicht verletzt, ich weiß nicht. Ich dachte, wir hätten nichts gerammt. Ich weiß es nicht. Ich habe was gehört, okay? Klang wie eine Frau. Haben wir sie angefahren? Guck denn dahinter. Guck dir nur auf die Titten. Ich gehe da unten nachsehen. Okay. Schatz, ich höre dir gar nicht zu. Geh nicht zu weit, okay? Vorsichtig. Ja. Was aber zwei gute Argumente. Kommt der jetzt mit, oder was? Ja, siehst du? Das letzte Mal sind wir alleine gegangen, ist auf der Fresse geflogen. Ah. Aber ich glaube, der hat einen steifen Nacken, der guckt immer noch nach unten. Da guckt immer noch auf die Tür. Aber mitkommen du da nicht, oder was? Hallo? Nö. Ist schon wieder weg. Naja, dann. Oh, die Kamera ist ja wirklich ein Traum. Wie sie mitspringt. Ist herrlich, ja. So, von hier kommen wir. Dann gehen wir noch mal dahin, wo es blinkelt. Du hast recht, jetzt kann man richtig mal drauf achten. Das ist die Olle. Ja. Ich habe L1 gedrückt. Spektakulärer Wanderzirkus, bla bla bla. Müssen wir jetzt nicht mehr alles vorlesen, ne? Dann müsst ihr den ersten Teil nochmal bei uns gucken. Liest die Charlie vor, weil sie sonst nichts Besseres zu tun hat. Genau, und ich lese ja nicht so gerne, von daher. Eben. So, rechts oder links? Wo sind wir lang? Das ist egal. Das ist egal? Sackgassen. Das sind alles beide Sackgassen. Ach so. Ja, aber hier ist ja noch was. Ah, Defcon. Du mal so nett wärst, könntest du ja wirklich mal deine Spiele, die du hast, mal publik machen. Ja, guckt ihr da doch an, Mädel. Hat sie doch schön. Wieso? Wer als Bilder reinguckt, macht sie ja nicht. Die fässt das nicht an. Nein. Jo, das ist Igittigit. Schmuddellein. Und stellen halt sie selber. Nee. Schmuddelware. Die nehme ich nicht. Schmuddelware? Ja. Schweinszeug. Stein. Vor allen Dingen, ich verstehe nicht, warum sucht sie hier eigentlich? Sie hätte ja mal an der Straße zurückgucken müssen. Ja. Wenn sie wirklich der Meinung ist, da ist jemand. Silas, das... PS4, Fallout 76, Fallout 4, God of War, Wolfenstein, New Order, Assassin's Creed Dawn, Bloodborne, Lux. Monster Hunter World, ohne Iceborne. Echt merkwürdig. Monster Hunter, Charlie. Oh. Ich glaube, wir haben unseren Mann gefunden. Ja, wir haben unseren dritten Mann gefunden. Guck mal, Zirkusnummer, das Wolfskind, das hatten wir auch nicht gesehen, oder? Nee.
Das war das Schild. Ach, hier waren wir schon. Also bei mir war die, bei dem Zeitpunkt ist ja schon einer aufgetaucht und hat uns ja ein bisschen erschreckt. Jo. Schatz, ich bin fertig. Kannst du mich hier wieder hochholen? Wo ist der Fuzzi? Am Auto. Hm. Der tut wieder so, als könnte es reparieren. Hm. War nie kaputt. Ja gut, dann da ging auch nicht weiter. Na, da wo gerade das Schild war, kannst du da reingehen? Sah aus, als wenn das eine Hütte war oder sowas, hä? Ne, hier ist zu, also ich kam hier nicht weiter. Hier ist Sackgasse quasi. Deshalb wundere ich mich ja gerade, weil hier überall Sackgasse ist und ich nirgendwo... Na doch, hier hinter kannst du noch. Da bin ich doch auch schon. Nee, nicht weit genug. Ach so. Ach, hier bist du wieder umgedreht. Ich kann nur betonen, wie bescheuert das ist, alleine da rumzurennen. Das ist wie Pilze suchen. Plus abends. Wobei ich auch schon nachts Pilze suchen war. Ja, aber nicht, wenn du gerade einen Autounfall hattest und vermutest, dass du jemanden angefahren hast. Oder doch? Doch, gerade da. Ach so. Ich durfte mir sogar letztens erzählen lassen von den Bullen, dass wenn ich ein Reh anfahre und das mitnehme, ist das verboten. Er hat gesagt, ich kann das Vieh dann nicht vergammeln lassen. Nein, er muss den Jäger holen und ich bring das dann zum Schlachter und verkaufen. Ja, ja, und dann kannst du es dem wieder abkaufen. Dann kann ich es dem wieder abkaufen, dann kann ich es dann gleich mitnehmen. Gutes. Ja. Zum Monster Hunter habe ich auf der Konsole noch nicht gespielt. Erst am Wochenende vom Kollegen geschenkt bekommen. Ja, damit ich zurechtkomme. Ich kann gerne mal installieren. Ja, wir hatten schon mal Bloodborne angefangen. Aber das Bloodborne? Hat in dem. Nicht Bloodborne, Monster Hunter. Bloodborne hatten wir auch schon mal angefangen. Sprich mit mir, was ist das? Das habe ich gerade. Das hat aber in den Heimlosen durcheinander geendet. Da waren Geräusche um mich rum. Ich konnte. Hase. Nee, Monster Hunter. Es ist okay, ja. Im Wald, da ist viel unterwegs. Wir wollten es nochmal neu starten und uns mal wirklich voll auf die Story konzentrieren. Ja, los geht's. Okay. Ja, also wenn du Bock hast, bist du gerne herzlich zu eingeladen. Okay? Ja, genau so. Hat er gesagt, er kann es gerne mal installieren, das ist doch schon mal pushed. Ja, er springt an, schnurrt wie ein Kätzchen. Max, komm schon! Geht los, wir verschwinden. Oh mein Gott, was ist das denn für eine Scheiße? Max! Okay, gib mir eine Minute. Ich will hier weg, Max! Aber das hilft jetzt nicht. Kannst du einfach, ich will uns nur hier rausbringen! Hey, das reicht! Shit, tut mir leid, Hase. Tut mir leid. Ist okay. Alles wird gut. Wir sind hier drin sicher. Ehrlich, wir sind okay. Scheiße! Oh, fuck! Jetzt machen wir den fertig. Mein Herz ist explodiert. Scheibe runter. Hi, Officer. Wie geht's Ihnen heute Abend? Ist Ihnen was passiert? Alles ist gut. Nur etwas durch den Wind. Das letzte Mal haben wir den, glaube ich, die Wahrheit gesagt. Ja. Sagen Sie mir, was hier vorgefallen ist. Nicht? Ja. Wir wollten im Wald pimpern.
Das war's jetzt mal ehrlich, waren wir das letzte Mal? Ja. Wir sind gefahren und es ist wirklich stockdunkel hier und ich weiß nicht, wir sind in ein Schlagloch geraten oder so, denn der Wagen scherte aus und jetzt sind wir hier. Ich meine, diese Straßen sind in echt schlechtem Zustand. Ja. Sir? Mutter laufen lassen. Sir? Ist der Kerl nicht der gruseligste Korb? Also der glaubt uns nicht, wenn wir ehrlich sind und auch nicht, wenn wir lügen. Warst du jetzt echt? Ja, ich bin nicht kriminell. Das ist cool. Ja. Also wir sind autorische, wie ist das hier, Lügner? Ja, ja. Und jetzt verraten Sie mir, was zur Hölle Sie zwei allein hier draußen um die Uhrzeit tun? Naja, ich wollte ein Baby. Abweisend, ne? Wir machen nur eine Spritztour, Officer. Ist das verboten? Ma'am? Aus Ihrem Tonfall muss ich wohl schließen, dass Sie nicht wissen, dass dies ein offenes Jagdgebiet ist. Bis morgen. Oh, shit. Nein, das wusste ich nicht. Wir haben uns verfahren, ehrlich gesagt. Wo wollten Sie denn hin? Wir sind unterwegs nach Hackett's Quarry. Nicht das Camp. Da wohnen wir kostenlos, also, ja. Sie schaffen es nicht bis nach Hackett's Quarry. Nicht heute Nacht. Harbinger Motel ist am nächsten dran. Dort können Sie schlafen heute Nacht, okay? Ich denke, wir halten uns an den Plan, Sir. Ich meine, Mr. Hackett weiß, dass wir kommen und wir haben angerufen. Nein, Ma'am, Sie fahren direkt zum Harbinger Motel. Haben Sie verstanden? Wir waren vor, es mal entgegenkommend, also sind wir jetzt beharrlich. Bei allem Respekt, Sir, wieso können wir nicht nach Hackett's Quarry? Weil ich Ihnen sage, Sie fahren zum Motel. Okay, ich verstehe nur nicht, was das Problem ist. Bitte verlassen Sie den Wagen. Oh, was? Wieso? Officer, sie hat doch nichts getan. Ma'am, ich möchte Sie bitten, mal auszusteigen. Ich werde Ihnen eine Route auf der Karte zeigen. Und dann trete ich dir vors Knie. Bleib mit dem Wagen. So, jetzt erschießt er uns gleich. Spielende. Das Spiel vorbei, genau. Sei ich ruhig, ich guck nicht hin. Okay. So, wir... Wieso leckt man hier? In aller Welt einen Bleistift an? Harbinger Motel ist hier. Gut, okay. Und wo wieso macht man den Auge zu beim Schreiben? Damit man besser sehen kann, das ich weiß man doch. Achso, da meinst du, er zielt dann damit. Personal, ja, ja. Im Harbinger Motel zeigt es Ihnen. Gleich am Morgen. Hihi. Sieh mich auch. Lachpfeife. Harbinger Motel. Nicht abbiegen. Schlaglöchern ausweichen. Sollen wir nicht eine gute Nacht. Also, er mag uns auf jeden Fall mehr als vorher. Mhm. Uns ja nicht so klar schießen. Psst.
Wieso sitzt der Kerl noch da? Der masturbiert. Stehen von. Erleichtert, oder? Mhm. Dieser Kerl war mir mega unheimlich. Der Typ müsste mindestens ein Dutzend Mal duschen. Oh mein Gott, ja. Was hat er hier? Ich glaube, es... Was? Blut? Nein, Farbe. Metzi, kennenzulernen. Oh mein Gott. Oh Mann. Okay, wieder ab auf die Straße. Ja. Ich denke, ich hatte genug Waldabenteuer für eine Nacht. Vielen Dank. Oh ja, wo ist das Motel? Okay, also wir sind hier und das Motel ist hier. Okay. Aber wir fahren nach da. Was ist da? Hackett's Quarry. Woher weißt du das? Der Kopf, ich habe ihn einfach eingelegt. Guter Trick. Sollen wir nicht wirklich einfach ins Motel? Könnte sein, dass er was weiß. Hase, hörst du wirklich lieber auf irgendeinen gruseligen Kopf, der uns mitten in einem gruseligen Wald sagt, fahrt in ein gruseliges Hotel? Nein, das klingt schrecklich. Ja, also, verschwinden wir. Das habe ich gehofft. Ma'am. Oh mein Gott, wenn er dieses Ma'am noch einmal gesagt hätte, hätte er sein Abzeichen gefressen. Ernsthaft, ich sehe doch nicht nach Ma'am aus. Erst in 20 Jahren bin ich eine Ma'am. Mhm. Ohne Auge. Was? Ah, 20 ist... diskutabel. Freundchen. Ich stehe ein bisschen auf Ma'ams. Okay, es endet hier. Milfanto. Mhm. Besser als eine Gilfanto. Das glaube ich nicht. Ist niemand hier. Und das nach der langen Fahrt hier. Max, können wir uns einfach umsehen, bevor wir aufgeben? Hast du eigentlich geredet mit Mr. Hackett oder auf die Box gesprochen? Was macht das schon aus? Das hier macht es aus. Patze, ich kann nicht. Hallo? Dann niemals telefonieren kann sie. Er hört wohl nicht seine Voicemail. Woher sollte ich das wissen? Ich meine, eindeutig ist jemand hier. Ja, oder nur eine verlassene Karre und wir verschwenden unsere Zeit. Wieso sollte sie verlassen sein? Ich bin am Auto. Max, komm schon. Max, komm schon zurück. Komm zurück, wollen ein Baby machen. Schenk dir auch einen Hundewelpen. Was? Machen einen Hundewelpen? Hä? Ich schenke dir auch einen Hundewelpen. Ach so. Erst wenn er zum Werwolf wird, dann kommen vielleicht auch Hundewelpen raus, aber... Dann leuchte mal rein. Blink, blink. Blink. Du hast recht. Man tippt ein bisschen an so und die schwenkt ungefähr 3 Kilometer weiter mit der Lampe. Oh, nur antipsen und die macht hier... Ja, ja. Wahnsinn. Na, die Steuerung ist noch nicht so ganz ausgereift. Wie gesagt, die Grafik ja auch nicht. Aber die hat schon wieder ihre zitternden Haare. Ja, mein Gott. Ich würde die mal abschneiden. Ist irgendwer daheim? Ist der Lodge, nicht das Büro. Das mache ich auch immer. Verdammt. Wenn nicht offen geht, einfach 5-mal die Türklinke hoch und runter drücken. Ja, vielleicht geht es ja im 6. Mal auf. Ich muss es nochmal machen. Sitzt der jetzt im Auto und hört Musik? Ja. Hey, ich möchte zu dem X. Nicht zu der... Ich möchte zu dem X. Das ist das X. Ach so. Fein. Was dich nicht umbringt, macht dich nur stärker.
Danke, Kamera. Du müsstest eigentlich nur den Weg wählen können, dass du sagst, okay, steigst ein und fährst zum Hotel. Eine Karte war hier hinten nicht, ne? Das siehst du, also wenn du Karte siehst, da, die wird dann immer direkt eingeblendet und irgendwo am Bildschirmrand. Du musst dann bloß X drücken. Okay. Also sie macht automatisch den Keller. Ich dachte, geh erstmal gar nicht hin. Letztes Mal hat man Hammer genommen. Max, ich dachte, ich könnte direkt ins Auto wieder einsteigen, beziehungsweise den Keller gar nicht anwählen. Jemand in den Bunker, der vielleicht feststeckt. Das wird aber sofort getriggert. Ist es Mr. Hackett? Keine Ahnung. Bring mir ein paar Werkzeuge für das Schloss. Hey, bin zurück. Wir holen sie gleich da raus. Hey. Warte, was ist das? Du hast nur Werkzeug gesagt. Wieso hast du nicht... Da drin ist jemand. Ich sehe niemanden. Was? Nein, guck. Das mache ich doch, wirklich. Lass mal sehen. Da war definitiv jemand drin. Okay, dann... Damit geht das garantiert. Ja. Sicher? Das war online. Ja, das war online. Ja, das geht aber wirklich. Das stimmt sogar. Das ist kein Scheiß. Kannst du wirklich das verknacken, oder? Werde ich morgen beim Nachbarn mal ausprobieren. Soll ich helfen? Ja, kannst du machen. Zwei Schraubenschlüssel gegeneinander drücken, du zerbrichst das Schloss. Funktioniert wirklich. Du solltest natürlich keinen 10er-Schlüssel nehmen. Warum musst du bitte was Größeres nehmen? Ein Dreier. Dreier, genau. Zwei Dreier. Zwei, drei, um die Ringe rum. Wenn so ein Schloss für so ein Tagebuch ist. Wenn so ein Tagebuchschloss klingt, da brauchst du nicht mal einen Schlüssel, da ziehst du nochmal kräftig dran. Sind Sie hier? Existieren Sie? Der Spruch ist immer noch geil. Hey, pass bloß auf. Gut, dass Scholli nicht meine Nachbarin ist, sondern... Hätte ich jetzt was nach dem Satz Selbstschussanlage ohne Vorwarnung installiert. Ja, bei Charlie musst du aufpassen. Hm? Ich will ja nur dann dem Nachbarn sagen, hören Sie mal, Ihr Schloss ist definitiv nicht sicher. Und Sie haben keine Fahrräder mehr. Ja, die stehen jetzt bei mir. Die stehen jetzt bei mir. Ich habe ein Schloss, das können Sie nicht mal eben knacken. Genau deswegen steht mein Fahrrad im Kinderzimmer. Dein Fahrrad steht im Kinderzimmer? Oh mein Gott. Ja, von meinem großen Zimmer. Da steht mein Fahrrad drin. Max? Nee, bei uns ist in letzter Zeit viel eingebrochen worden in den Keller und... Und der Große schläft jetzt im Keller. Nee, ich habe damit auch aus vielen, vielen Schrottplatzteilen mir so ein E-Bike zusammengebastelt. Und ja, gut, das ist jetzt
fahrtauglichen alles war und hat er los sein wird. Vielleicht war es ein Opossum oder sowas. Nein, da war jemand hier, ich schwöre. Hey. Es war eine hektische Nacht. Ja, würde ich bei dir aber auch nicht im Keller lassen. Lass uns einfach zum Hotel, wir kommen wieder her, ganz früh am Morgen, dann können wir uns umsehen. Sag mal, gebraucht, was kosten die Dinger? Sind da locker 6 bis 8 Euro, irgendwas dahin legst? Ja, ja, doch. Ich denke, unsere im Keller rumstehen lassen. Will ich halt auch nicht, gerade wenn sie da einbrechen oder so. Sag mal, ich habe umgerechnet mit allen Teilen, ich glaube, nicht ganz 200 bezahlt. Ja. Ich blute. Du blutest? Was, du ich finde den aber genauso cool wie die anderen. Meine Hand ist ab. Ich blute. Oh, ich habe ein Messer in der Lunge stecken. Na sowas. Diesmal lass mal näher liegen. Ja klar, wir bringen uns in Sicherheit. Ja, tschüss, Schatz. Du schaffst das schon, Schatzi. Ich glaub an dich. Tut mir leid. Hast du die Autoschlüssel? Wie der guckt. Hat die nicht gemacht. Okay, kommt aber quasi auf selber raus. Wieso ist sie nicht einfach weggelaufen? Sieht das etwa wie das gottverdammte Harbinger Motel aus? Ja. Ja. Jetzt diese Musik. Ey, ein Traum. Einfach ein Traum. Hat er jetzt den Wolf da erschossen? Nee, ja. Doch, ich glaube schon. Aber das ist doch der Bruder. Und der lebt doch dann wieder. Der Bruder? Ja. Da unten drin sitzt, ist der Bruder. Der andere Hackett. Franzkopf. Der Campleiter. Nee, der Campleiter ist ja weggefahren. Der ist, hat sich ja oben angekettet. Nein, den haben wir hier ja jetzt sitzt er, nein, hier jetzt sitzt er im Keller. Das ist jetzt der Leiter, deswegen steht das Auto auch da auf dem Parkplatz. Ach so. Und der hat ihn ja jetzt erschossen, also müsste er rein theoretisch eigentlich der Campleiter schon tot sein. Hm. Ist aber nicht. Ja gut, man hat ja jetzt nicht gesehen, worauf er geschossen. Vielleicht hat er ihn einfach nur in eine Flucht geschossen oder so. In die Flucht geschossen? Hat er in die Flucht geschossen? Ja, wer weiß das schon. Ja, wer weiß das schon. Die Hexe Hallo, vielleicht. Hallo, mein Kind. Herzlich willkommen. Ich hoffe, wir sind Freunde. Ich habe dich erwartet. Erwartet, ja? Und ich hoffe sehr, unsere Begegnung wird aufschlussreich. Nur keine Sorge. Ich will dir helfen. Entdecke mit mir das Unbekannte. Ich führe dich. Ist aufregend, ja? Und furchterregend. Aber wenn du Mumm hast und mich helfen lässt, helfe ich dir. Das sagt jede Milf. Wie du auch mir hilfst. Du hast nichts gefunden, also kann ich dir auch nichts zeigen. Du musst weitersuchen. Die Karten sind dort. Nur wenn du mir hilfst, kann ich dir helfen. Wo waren diese blöde Karte? Freunde, hast du selbst gesagt. Such weiter. War das schon eine Karte? Du kannst sie finden. Ja, offensichtlich. Sonst hätte sie ja jetzt es nicht gesagt, du hast nichts gefunden. Draußen. Rätsel und Lügen. Pfade zu entdecken, die ich erhellen kann, wenn du mich lässt. Hilf mir, dir zu helfen. Und vergiss nicht, was dich nicht umbringt, macht dich nur stärker. Lutscht die eigentlich die ganze Zeit an ihrem Gebiss rum da? Ja, das rutscht uns immer raus. Also. Gut.
Ja, ich wollte noch mal zum Auto daneben. War nämlich noch ein X. Mich hätte nämlich interessiert, ob man wirklich einfach weiterfahren kann. Müssen wir es noch mal spielen, so ein Mist. Muss auf weiter drücken. Hab ich. Ich warte auf andere. Ach so, ich müsste auch drücken. Ja, du musst da auch drücken. Das ist das Einzige, was du in diesem Spiel tun darfst.